Hallo, liebe Freunde der feinen Lebensart. Dabro bajalovat na iskustva žit. Ja, und mit diesen Worten begrüße ich diesmal auch unsere zahlreichen russischen Zuschauer, die ja auch etwas verstehen von der Kunst zu leben. Dobre večer. Denn wir wollen heute mal auch ein bisschen eintauchen in die russische Lebensart, und zwar in einem russischen Restaurant, das bislang ein Geheimtipp ist, aber nicht länger ein Geheimtipp sein darf. Es ist das Restaurant, das sich den Namen der Sommerresidenz des Zaren gegeben hat. Restaurant Peterhof in Berlin-Marienfelde. In der suburbanen Tristesse der Marienfelder Großbärenstraße vermutet der zufällige Passant wohl kaum eine bemerkenswerte Gastronomie. Umso größer dann die Überraschung, als auf einem haushohen Werbebanner ein freundlicher Koch die Kelle schwingt und zum Buffet einlädt. Denn hinter der unscheinbaren Fassade des Verlagsgebäudes der Werner Media Group verbirgt sich neben einem großen Printverlag auch ein außergewöhnliches russisches Erlebnisrestaurant, dessen Entdeckung ein wahrer Glücksfall ist, der Peterhof. Der Berichterstatter folgte der Einladung von Tatjana, der charmanten Marketingleiterin aus Lettland, die den neugierigen Gast einen ganzen Abend lang in die wunderbare Welt russischer Gastfreundschaft entführen wollte. Der Peterhof ist ein großes Restaurant mit mehreren Räumen, Sälen und Separés und mit einer sehr gemütlich rustikalen Atmosphäre. Der dörfliche Charakter mit alten russischen Bauernmöbeln und echten Accessoires entsteht durch eine verspielte und detailgetreue Lust am ländlichen Einrichtungsstil. Kleine, heimelige Stuben in den Grundfarben Rot, Gelb und Blau bieten jeweils Platz für 10 Personen und geben eine Anmutung von der tief in der russischen Lebenskultur verwurzelten Liebe zur kleinen Datscha auf dem Land. Die Raucher haben es auch gut in Peterhof. Wind- und wettergeschützt können sie nämlich auf einer großen, überdachten Terrasse auch im Winter ihre lästige Sucht befriedigen. Der Rundgang führt dann auch in den sogenannten Rittersaal, der von einer mächtigen Festtafel dominiert wird. An den Wänden hängen kostbare alte Schwerter, Lanzen und Armbrüste, die vom Peterhof-Eigentümer mit viel Leidenschaft und Expertenwissen zusammengetragen wurden. Es braucht dann auch nicht viel Fantasie, um sich vorzustellen, wie in diesem atmosphärischen Raum etwa 20 Gäste wie die Ritter der Tafelrunde fröhlich schmausen und feiern und sich vielleicht zu vorgerückter Stunde Wodka-trunken duellieren. Waffenstrotzend auch das Jagdzimmer. Hier schon liebevoll eingedeckt für 30 Personen, die an diesem Abend zu einem opulenten Bankett zusammenkommen wollen. Unser Abendessen hingegen sollte etwas bescheidener ausfallen, beginnt aber in der Regel mit einer reichen Auswahl vorwiegend kalter Vorspeisen und vielleicht auch einem kleinen Gläschen Wodka. Ja, das ist typisch bei osteuropäischem Tisch. Wir müssen mit kalten Vorspeisen anfangen, obwohl eine warme Kartoffel ist schon sowieso auf dem Tisch, weil wenn man anfängt, auch Spirituosen zu trinken, das macht man eigentlich bei osteuropäischem Tisch gleich, ja. Dann kann man schon mit warmer Kartoffel das zudecken. Die Flasche Wodka steht schon da? Ja, das ist hausgemachte Wodka, ja. Mit Meerrettichwurzel drin. Oho. Ja, und die Wodka-Gläser sind auch da drin, weil die müssen ganz kalt sein. Jetzt, wenn wir das trinken, ja. Danach nimmst du ein Stück Kartoffel mit Hering unbedingt, weil das verstärkt den ganzen Geschmack. Das macht es alles rund im Mund. Okay. Na zdorovje. Na zdorovje. Jetzt Hering, ja? Jetzt Hering. Ah, gut. Schon salzig. Mm. Das war heute meine Idee, wie wir zu zweit ein Abendessen genießen können. Es gibt Leute, die am Buffet auch jetzt, zum Beispiel die Gäste jetzt, ja, im Restaurant, ja, die bedienen sich vom Buffet. Und dann in anderem Raum, vielleicht später können wir da reinschauen, ja, da wird ein großes Bankett gedeckt. Das ist ein Zarenbankett. Da wird noch reichlicher und noch mehr auch mit Delikatessen
Jetzt haben die zum Beispiel auf dem Tisch auch ein ganzes Stör. Das ist auch seltener Delikatesse. In Berlin kann man das nur bei uns bekommen. Tatsächlich? Ja. Der Peterhof ist aber kein à la carte, sondern ein Buffet-Restaurant, das an allen Werktagen ab 12 Uhr mit einem Mittagsbuffet beginnt, an dem sich die Angestellten und Mitarbeiter der umliegenden Firmen an einer beeindruckenden Vielfalt von kalten und warmen Vorspeisen, Suppen und Hauptgerichten selbst bedienen können. Und zwar für günstige 7,99 Euro inklusive Tee und Kaffee. Noch größer aber ist die Speisenauswahl am Abend, darunter herzhafte ländliche Hausmannskost und viele traditionelle Gerichte aus den Republiken der ehemaligen UdSSR. 4 Suppen, mindestens 8 verschiedene Hauptspeisen, dazu russische Pelmeni und Vareniki, usbekische Samsam, diese köstlichen mit Kalbfleisch gefüllten Teigtaschen. Außerdem deftige russische Salate, eingelegte Gemüsevariationen und viele süße Sachen. Alles hand- und hausgemacht von einer bis zu 16-köpfigen Küchenbrigade unter der Leitung von Küchenchef Georgi. Und auf dem Grillrost einer kleinen Showküche brutzeln saftige Steaks und zarte Fischfilets. Auch das ist inklusive. Die grenzenlose Teilnahme an diesem großartigen russischen Abendbuffet, jeweils von 17 Uhr bis Mitternacht, kostet in der Woche 14,99 Euro und am Wochenende 3 Euro mehr. Ein super Preis für die gebotene Vielfalt und Qualität. Und trotzdem ist der Peterhof immer noch ein Geheimtipp. Eine große Werbung haben wir bis jetzt nicht gemacht. Ja. Aber wir hoffen nach deiner Sendung. Du machst das bestimmt schön und garantiert. Wir machen das auch beide schön, dass die Gäste jetzt zu unserem Restaurant kommen. Alleine du wirst ein Grund, jeden Tag hierher zu kommen. Tatjana. Oh. Ja, der Abend schien also ein höchst amüsanter zu werden und so ganz nach dem Geschmack eines Schwerenöters. Mit viel Essen und Trinken, gemütlich sitzen und plaudern. Aber das ist absolut übrig, wenn wir essen und wenn Live-Musik spielt, dass du mich zum Tanzen einlässt. Ach, wirklich? Und kommt gleich Live-Musik? Genau, die machen jetzt Pause, aber so ist das in russischer Kultur, weil die Russen, die gehen nicht essen ins Restaurant, die gehen feiern. Und jedes Abendessen ist ein Ausgehen quasi, auch für eine Paar oder für größere Gesellschaft. Und da wird auch getanzt und gefeiert und gegessen. Und ich werde mich auch freuen, wenn die so weit sind, dass du mich zu einem Tanz bittest. Gibst du mir nochmal die Flasche, bitte? Okay. Nun ja, nach 2-3 Stogramm Wodka bekommt man einen leichten Fuß und dann mutiert sogar ein hüftsteifer Tanzmuffel zu einem geschmeidigen Fred Astaire, der die ganze Nacht durchtanzen möchte. Geht aber nicht, denn es wartet ja schon der nächste Gang. Wow, was ist das jetzt? Naja, das ist Borsch. Bekannte Borsch, er hat 1000 Rezepte. Ja. Jeder sagt, Borsch kommt aus unserer Kultur. Da sagen die Russen, da sagen die Polen, da sagen Moldawien, da sagen die Weißrussland, Ukraine. Alle sagen, Borsch ist unser Gericht. Ja. Deswegen, es muss natürlich Borsch präsentiert werden und eine Suppe zwischendurch, wie gesagt, nach viel alkoholischen Trinken muss auch sein. Und hier wird diese traditionelle rote Beete-Suppe nach ukrainischer Art auf einem Holzbrett mit einem Speck und einem Heringsbrot serviert. Dazu Dill und Schmand zum Untermischen und ein Gläschen Wodka zum Anstoßen. Und essen. Halt, stopp, bevor. Wieder na zdorovje. Jetzt das oder das Speck? Nein, jetzt erstmal ein Löffelchen Borsch. Oh, sensationell. Finde ich auch. Sensationell. Das ist mein Lieblingsgericht. Wirklich der beste Borsch, den ich je gegessen habe. Und er ist sehr dick, wie du meinst, ja, wie du siehst. Mit sehr vielen Zutaten. Es gibt auch dünne Suppen, Borsch-Suppen, und unser Borsch ist dick.
Und nach viel dicker Suppe wollte sich der Chronist dann doch nochmal die Beine vertreten, ohne dabei aber möglichst seiner Tischdame auf die Füße zu treten. Zur Belohnung gab es schließlich ein Lächeln und ein schönes kaukasisches Hauptgericht. Sehr gut. Das ist Schaschlik. 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 Und wie sollte es anders sein? Kein Schaschlik-Genuss ohne das spezielle Wässerchen. Okay, Miss Sophie, same procedure. Na ja, gut. Habe ich dich wieder überredet? Kommst du an deinen Rand? Ja. Na, darauf. Na, darauf jetzt. Du bist so schön. Die Speisenvielfalt des Peterhof spiegelt die wichtigsten kulinarischen Traditionen der post-sowjetischen Küchen wider. Der Küchenchef zählt sie auf. Litauen, Usbekistan, Moldawien, ukrainische, russisch. Und es ist nicht Usbekistan. Nur frisch und authentisch. Wir haben auch Köche aus Baltikum, wir haben auch aus Ukraine. Auch die Köche sind aus Regionen gekommen. Sehr gut. Ja. Der Peterhof ist nicht nur ein kulinarisch anspruchsvolles Restaurant, sondern auch ein sehr familienfreundliches. Denn während die Erwachsenen ausgelassen tafeln, gibt es für die kleinen Gäste spannende Unterhaltung und Animation in einer geräumigen, hellen Spielhalle. Für jedes Alter ist etwas dabei. Kletterlabyrinth, Bällebad mit Rutsche, Puppentheater und Malutensilien. Und das alles mit professioneller Kinderbetreuung. Ab 22 Uhr öffnet schließlich die Karaoke-Lounge mit bequemen Sitzgruppen und großer Bühne, illuminiert von einem Dutzend Kandelaber. Es muss zwar nicht unbedingt Champanske sein, um sich in Stimmung und Sangeslaune zu bringen, aber es kann durchaus helfen. Eine moderne Karaoke-Anlage sorgt für ein perfektes Klangerlebnis und eine riesige Auswahl an internationalen und natürlich auch russischen Songs wird monatlich aktualisiert. Und dass die Marketingchefin auch noch singen kann, überrascht nicht weiter. Denn ob Kellner, Koch oder Manager, im Peterhof hat fast ein jeder das Talent zum Entertainer. So, und wer das nicht glaubt, der möge sich bitte selbst auf den Weg machen und davon überzeugen, bei einem Besuch dieser atmosphärischen russischen Erlebniswelt, dem Restaurant Peterhof in Berlin-Marienfelde. Oniswaki Malipons, ein Narr, wer Schlechtes dabei denkt. Ich tue doch nur meine Arbeit. Okay, manchmal aber auch besonders gern. Ich kann nur sagen, hingehen, staunen und mitfeiern. Täglich geöffnet ab 12 Uhr mit Open End. Und Open End heißt an den Wochenenden tatsächlich, dass die russische Feier bis 5 Uhr morgens geht. Und kostenfreie Parkplätze gibt es auch auf dem Hof vom Peterhof. So, es kommt jetzt schöne Werbung für Peking-Enten und andere Köstlichkeiten. Und danach gibt es Austern und Hummer in einem portugiesisch-spanischen Restaurant. Und das hier, also ein bisschen Palazzo, gibt es nachher auch noch. Traditionelle Spezialitäten Asiens in einem hellen, modernen Ambiente. Restaurant Jolly am Kupfergraben vis-à-vis vom Pergamon-Museum und nur wenige Schritte von der Friedrichstraße. Ob exotische Speisen aus Sichuan oder hausgemachte Dim Sum, ob herzhafte Nudelsuppen oder feine Fleisch- und Fischgerichte mit aromatischen Soßen nach thailändischer Art, alles ist preiswert und sehr gut. Denn im Jolly sind Meisterköche am Werk und kochen auf hohem Niveau. Die Hausspezialität aber ist die Peking-Ente. Täglich frisch und ohne Vorbestellung, inklusive Suppe und Dessert für 26 Euro pro Person. Das Weinangebot überzeugt mit guten internationalen Lagen und für private oder geschäftliche Anlässe bietet das Jolly ausreichend Platz und maßgeschneiderte Menüs. Jolly, the taste of East Asia. Täglich geöffnet ab 11.30 Uhr mit preiswertem Mittagstisch.
Tauro, das große spanische Grillrestaurant auf dem Pfefferberg. Allerbeste Steaks und anspruchsvolle mediterrane Küche in einem einzigartigen Ambiente. Mit zwei Restaurants, Kaminzimmer, Delikatessengeschäft und Cocktailbar. Und jetzt ganz neu, Jazz Brunch mit André Hermlin und Band. Hausgemachte, unverstärkte Swingmusik aus Berlin, selbst in New York umjubelt. Jeden Sonntag ab 11 Uhr in Tauro. Großer Jazz Brunch auf 3 Etagen und der Sommerterrasse. All you can eat in Top-Qualität mit erstklassiger Live-Musik. Reservieren Sie rechtzeitig im Tauro, dem spanischen Erlebnisrestaurant auf dem Pfefferberg. Schönhauser Allee in Prenzlauer Berg. Tauro muss man gesehen haben. Geht es Ihnen nicht manchmal auch so? Sie suchen ein gutes Fischrestaurant und finden keins? Es gibt ja auch nicht so viele in Berlin. Da freut man sich doch, wenn man mal eins wiederentdeckt, von dem man glaubte, dass es schon gar nicht mehr existiere. Ein Restaurant, in dem zwar keine Nordseescholle, Brathering oder Kabeljau serviert werden, dafür aber frische Mittelmeer- und Atlantikfische, zahlreiche Meeresfrüchte und echte Paella und Cataplana. Im neuen, alten, iberischen Restaurant La Sepia in der Marburger Straße am Europacenter. Buen provecho. Der Weg zu einem guten Fischgericht in der City West ist nicht weit. Nur ein paar Schritte vom Europacenter, der Gedächtniskirche und dem KDW, dann vom Town ziehen in die kleine Marburger Straße abbiegen und nach etwa 50 Metern auf der rechten Seite ist man da, im hübschen kleinen Restaurant La Sepia. Ein etwas grimmig dreinschauender Tintenfisch als Haustier gibt dem Gast schon mal eine Ahnung davon, was ihn hier kulinarisch erwartet, nämlich eine originale spanische und portugiesische Küche. Beim Reinkommen fällt eine kleine rustikale Bar ins Auge und ein großes zentrales Salzwasser-Aquarium. Darin tummeln sich Hummer, Langusten und Taschenkrebse in trauter Eintracht. Vermutlich unser Abendessen. Das La Sepia ist für die Freunde der guten Fischküche kein unbekanntes Restaurant, gibt es schließlich schon seit 1996. Doch seit einem knappen Jahr hat eine junge Gastronomin die Bewirtschaftung übernommen. Galina heißt sie und schickte sich bereitwillig an, dem Berichterstatter alles zu zeigen, auch das, was sie anders und besser machen will. Beeindruckend ist auf jeden Fall schon mal die große Glasvitrine vor der offenen Küche. Auf einem Eisbett liegen bunt gemischt nebeneinander diverse Edelfische, Krusten und Schalentiere. Die Ware wird täglich angeliefert und schnell verarbeitet. Top-Qualität und Frische sind also oberstes Gebot. Die Gastgeberin ist zudem eine gelernte Köchin, die schon große Küchen geleitet hat und dort für die Qualitätskontrolle zuständig war. Sie kennt sich aus in der Ernährungswissenschaft und weiß, wie gutes Essen schmecken muss. Nach ihren Vorgaben werden alle Speisen von drei erfahrenen Köchen zubereitet, deren Heimat natürlich Spanien und Portugal ist. Und noch eine erfreuliche Nachricht. Ein jeder Donnerstag steht ganz im Zeichen der Auster. Und den Austern-Service besorgt kein geringerer als Horst Reinwald, den Liebhabern dieser cholesterinreichen Meermollusken gut bekannt. Denn jahrelang war Horst der allseits beliebte Austern-Experte und Maître de Plaisir hinter der Austernbar des KDW. Nun also serviert er jeden Donnerstag im La Sepia verschiedene Austernsorten mit seinen ganz speziellen Soßen und Dips. Natürlich wünschte sich auch der Berichterstatter als Hors d'œuvre ein halbes Dutzend davon, auch um die Wartezeit auf das gemeinsame Menü mit der charmanten Gastgeberin zu überbrücken. Und wie in alten Zeiten sind bei Horst ein halbes Dutzend Austern immer 7 Stück. Am liebsten Natur mit etwas Zitrone. Galina mochte allerdings das Faible für diese schlatzigen Schalentiere nicht teilen und bevorzugte einen Salat mit Meeresfrüchten, der so appetitlich daherkam, dass auch der Berichterstatter Begehrlichkeit zeigte. Denn so muss ein Meeresfrüchtesalat sein, bepackt mit zarten, teilweise warmen Calamares, Shrimps, Scampi, Meeresschnecken und verschiedenen Muscheln. Einfach klasse. Und klasse auch der Preis, nur 12,80 Euro. Alles das war schon mal ein sehr guter Anfang. Mit dem darauffolgenden Zwischengang sollte vornehmlich demonstriert werden, dass man hier, wie nun mal in einem guten spanischen Restaurant, auch leckere Tapas essen kann. Also auch für uns eine kleine Auswahl aus einem großen Sortiment zum Probieren. Am Nachbartisch wurde derweil eine Dorado Royal in der Salzkruste zunächst serviert, dann am Tisch flambiert und filetiert und überhaupt zelebriert.
Eine delikate Spezialität des Hauses, die man sich hin und wieder mal leisten sollte, auch wenn sie mit salzigen 24 Euro zu Buche schlägt. Ist aber dafür auch wirklich was Besonderes. Der andere Herr begnügte sich mit einer typischen La Sepia-Fischpfanne mit verschiedenen Fischsorten in einer sahnigen Tomatensauce für faire 17,60 Euro. Das Urteil der beiden Genussmenschen über das Restaurant und die Qualität der Speisen fiel dann auch einstimmig aus. Ich esse sehr gerne mittags hier, Mittagstisch. Und abends habe ich heute einen wunderbaren Fisch gegessen mit Salzkruste. Das ist wirklich einmalig hier. Ich komme sehr oft hin und es gefällt mir sehr gut. Ich kann mich nur dem Vorredner anschließen. Vor allem hier die Tomaten-Sahne-Soße ist ein Hit. Ich habe die spanische Fischpfanne gegessen. Und muss sagen, nach dem Pachtwechsel neuer Besitzer, es ist, würde ich persönlich für mich sagen, es ist noch besser geworden. Die Qualität stimmt, freundliches Personal und vor allem man merkt die Frische der frischen Fische, der Qualität einfach. Diese freundlichen Worte waren natürlich Musik in den Ohren der Chefin und weckten beim Berichterstatter die Vorfreude auf seine Hauptspeise. Und das war eine sehr gute und großzügig portionierte Paella mit Meeresfrüchten für sehr gute 16,90 Euro. Die dafür übliche Zubereitungszeit von 30 Minuten fällt nicht weiter ins Gewicht, wenn man davor in Ruhe eine schöne Vorspeise gegessen oder ein, zwei Gläser vom guten Vino Verde getrunken hat. Für die Gastgeberin gab es eine andere Hausdelikatesse, La Vagante a Casa. Das ist ein halber Hummer mit Scampi und Seeteufel in einer würzigen Tomatencremesoße, serviert in einer heißen Pfanne zum heißen Preis von 24,50. Ist ja auch eine große Hummerhälfte und natürlich Salzwasserbecken frisch. Trotz der üppigen Paella-Pfanne wünschte sich der maßlose Berufsesser dann auch noch so ein schönes Hummergericht und dieser Wunsch wurde umgehend in die Tat umgesetzt mit dem Fang eines Prachtexemplars aus dem Aquarium. Derweil hatten die Kameramänner Zeit für den Verzehr ihrer Wunschgerichte und es waren eine traditionelle portugiesische Cataplana mit Pulpo, zubereitet und serviert in einer klassischen Kupferpfanne, des Weiteren ein ganzer gebratener Babysteinbutt, sowie eine Kombination von Seeteufel und Maruca. Das ist ein feiner, dorschähnlicher Fisch mit einer köstlichen Paprikasauce. Und schließlich noch eine schöne Portion zarter Lammkoteletts für alle, die Fleisch lieber mögen als Fisch. Großes Lob für die leckeren Speisen und schließlich noch ein ehrliches Kompliment für die bezaubernde Gastgeberin. Herr Richter sprach aus, was alle dachten. Eine sehr charmante Gastgeberin, kann man nicht anders sagen. Der Charme, das Lächeln. Nein, man merkt auch halt, wie wir Rheinländer sagen, sie geht nicht zum Lachen in den Keller, sondern sie lacht auch die Gäste an. Das finde ich auch wichtig zur Qualität des Essens. Zum guten Schluss konnte der Berichterstatter dann noch rechtzeitig intervenieren bzw. seine Hummerspeise stornieren und sicherte damit dem tumben Tier das Überleben. Zumindest für die nächsten 24 Stunden. Unser Fazit, von Cataplana bis Paella, von Auster bis Languste, wunderbare Fischgerichte von der Iberischen Halbinsel, alles liebevoll zubereitet mit spanisch-portugiesischer Lebensfreude, die man spüren und schmecken kann. Im La Sepia, in der Marburger Straße, am Europacenter. Das La Sepia hat täglich geöffnet, von 12 Uhr mittags bis Mitternacht, freitags und samstags auch eine Stunde länger. Und einen schnellen und preiswerten Mittagstisch bekommen Sie an den Tagen Montag bis Samstag bis 16 Uhr. Schönes Restaurant mit schönen Fischgerichten und schöner Gastgeberin. Das nun folgende Restaurant heißt Nur. Und Nur bedeutet im Arabischen Licht. Doch wäre es jetzt zu hoch gegriffen, gleich von einem kulinarischen Lichtblick für diese Stadt zu sprechen. Doch die Leuchtkraft dieses neu eröffneten Restaurants in Charlottenburg nimmt stetig zu. Und um es zu finden, bedarf es keiner Suchscheinwerfer, sondern lediglich eines U-Bahn-Tickets und der Ansage, an der Station Kaiserdamm auszusteigen. Da in aller Regel ein Restaurantbesuch auch in beruflicher Mission mit dem Genuss hochprozentiger Getränke verbunden ist, was wiederum die Fahrtüchtigkeit beeinträchtigen kann, bot sich diesmal die Anfahrt mit der U-Bahn-Linie 2 an. Liegt doch das neu eröffnete Restaurant Nur in Charlottenburg direkt am U-Bahnhof Kaiserdamm.
Wie praktisch, dachte sich also der trinkfreudige Berichterstatter, freute sich auf ein kleines, unbeschwertes Ess- und Trinkvergnügen mit einer jungen Dame und sollte nicht viel später eine kleine Überraschung erleben. Das Nur ist ein orientalisches Restaurant und gibt vor, einen Querschnitt der feinen Genüsse der islamischen Welt anzubieten. Spezialitäten aus Arabien, Nordafrika und vor allem aus dem Libanon. Das ornamentale Ambiente und das sehr spezielle kulinarische Angebot scheinen jedenfalls nicht nur den Geschmack der arabischen Mitbürger der Stadt zu finden. Unter den Gästen auch viele Deutsche mit einem Faible für die Kultur und Kulinarik des Orients. Und auch die Tatsache, dass schon so manche arabische Botschaft zu größeren Tafelfreuden ins Nur eingeladen hat, spricht für das gute Renommee dieses noch recht jungen Restaurants. Als Einstieg in die orientalische Geschmackswelt empfiehlt sich ein kleines Potpourri unterschiedlichster Vorspeisen, sogenannter Messa, die man auf kleinen Schalen serviert und nach Landessitte mit Fladenbrot isst. Nicht unähnlich den spanischen Tapas sind diese kalten und warmen Häppchen so reichhaltig und fantasievoll, dass man geneigt ist, sich daran satt zu essen. Sabrine, eine junge Tunesierin und Tourismusexpertin, kennt sich aus mit diesen kleinen Gourmandisen. Wir haben hier Babaghanoush, Sambusak haben wir auch. Das ist so Teig gefüllt mit Fleisch und also je nachdem Käse, wie man das möchte. Weinblätter, Salat und Falafel. Je nach Güte kostet eine einzelne Messerportion zwischen 3 und 5 Euro. Eine üppige Zwei-Personen-Variation hingegen besteht aus 9 verschiedenen Tellerchen und schlägt sich mit günstigen 15,50 Euro auf der Rechnung nieder. Es gehört auch zur orientalischen Tischsitte, dass diese leckeren Vorspeisen unkompliziert mit den Fingern gegessen werden dürfen. Nun hätte zu all dem sicherlich ein guter libanesischer Weißwein gepasst, doch sucht man den vergeblich in der Karte. Denn im Nur wird aus religiösen Gründen kein Alkohol ausgeschenkt. Macht aber nichts. Trinkt man eben Tee mit frischer Minze oder man lässt sich von Kellner und Barkeeper Rabi einen fruchtigen Cocktail mixen. Schmeckt nämlich auch gut zum würzigen Essen. Doch nicht nur für diese appetitlichen Messerspezialitäten lohnt sich der Weg zum Kaiserdamm, sondern auch für den sonntäglichen Brunch mit einem abwechslungsreichen Buffet, bestehend aus über einem Dutzend appetitlich angerichteter Platten und mindestens 4 warmen Speisen. Die Vielfalt stellt den staunenden Gast vor eine schwere Wahl. Und so empfiehlt es sich, in aller Ruhe von allem ein bisschen zu probieren. Zeit dafür hat man genug, denn von 10 bis 15 Uhr wird ständig frisch aufgefüllt. Der Eintritt in dieses orientalische Schlaraffenland kostet pauschale 9,90 Euro pro Person und es empfiehlt sich, einen Tisch zu reservieren. Sowohl zum Brunch als auch für ein Abendessen kann ein separater Raum für eine geschlossene Gesellschaft mit 20 Personen vorbereitet werden. Dieser Raum ist dann auch für die Raucher reserviert. Zurück zu unserem Abendessen. Um auch noch 2 typische Nur-Hauptspeisen mit Appetit zu essen, bedarf es bei den Messa-Vorspeisen einer gewissen Zurückhaltung. Doch wie durchaus üblich bei einem orientalischen Mahl, bleibt alles auf dem Tisch stehen. Denn es könnte ja sein, dass man später doch nochmal ein bisschen Hummus oder Sambusik probieren möchte. Unsere beiden Hauptgerichte kamen in den traditionellen Tontöpfen daher. Und wie bei einer Glosche hält der Deckel die Speise warm. Für Sabrine ein Tajin Bamia, so ein typischer Eintopf mit zartem Lammfleisch und Okraschoten in einer würzigen Tomatensoße. Eine ordentliche Portion für günstige 10,80 Euro. Und für den Berichterstatter ein Couscous Beldagak, das ist dieser typische Hartweizengrieß mit Hähnchenfleisch und frischem Gemüse. Dazu separat ein Schüsselchen mit einer aromatischen Soße. Alles zusammen 9,90 Euro. Prima. Doch vor der eigenen Speise musste erst einmal das Lammgericht der Tischdame probiert werden. Schmeckt? Sehr gut. Willst du das essen anstatt Couscous oder? Beides. Okay. In der aufgeräumten Nur-Küche sind 3 gestandene Köche am Werk unter der Leitung von Küchenchef Ayman aus dem ägyptischen Luxor. Ein junges Kochtalent, das aber schon in sehr renommierten Häusern gekocht hat. Auf dem Grill brutzeln lange Fleischspieße, die dann später mit Batata Hara, diesen pikanten Kartoffeln und verschiedenen Dips serviert werden.
Und wenn eine größere Gesellschaft aus feierlichem Anlass mal was Besonderes haben möchte, dann wird auch schon mal ein halbes Lamm zerteilt und in großen Portionen auf einem Reisbett angerichtet. Doch war diese opulente Schmaus nicht für die Männer hinter der Kamera bestimmt. Diese teilten sich stattdessen einen ordentlichen Grillteller mit drei verschiedenen Spießen für 13,90 Euro sowie eine Handvoll gegrillter Lammkoteletts mit Bratkartoffeln und Gemüse und noch ein Zanderfilet nach orientalischer Art mit einer leckeren Knoblauch-Zitronensoße für faire 12,50 Euro. Und die Männer hatten nichts zu meckern. Zufrieden waren wir schlussendlich auch mit unseren Desserts. Zum einen ein quietschsüßes orientalisches Gebäcksortiment und zum anderen ein süchtig machendes Om Ali. Das ist in Milch eingelegtes Gebäck mit Rosinennüssen und Honig. Dazu gehört natürlich ein arabischer Mokka mit Kardamom aus dem typischen Kupferkännchen. Unser Fazit: Für genussreiche Stunden mit typisch arabischen Speisen in einem orientalischen Ambiente empfiehlt sich das nur am U-Bahnhof Kaiserdamm in Berlin-Charlottenburg. Täglich geöffnet von 12 bis Mitternacht, freitags erst ab 14.30 Uhr und sonntags schon ab 10. Sie können sich die aromatischen Speisen auch vom Nur Catering und Lieferservice nach Hause bringen lassen. Und schließlich sei auch noch auf den werktäglichen Mittagstisch verwiesen, immer von 12 Uhr an, mit Hauptgerichten schon ab 5 Euro inklusive eines Getränkes. So, und zum guten Schluss tauchen wir nun ein in die Welt der Fantasie und wunderbaren Genüsse. Zeremonienmeister Hans-Peter Wodarz und Spitzenkoch Christian Lohse bitten wieder zu Tisch in ihrem Palazzo, Europas erfolgreichstem Gourmet-Theater. Viva la Diva heißt die fulminante Show in diesem Jahr mit internationalen Stars der Comedy und Artistik. Und das turbulente Spektakel wird wieder kulinarisch begleitet von einem exzellenten Viergang-Menü, kreiert von 2-Sterne-Koch Christian Lohse. Also ab sofort bis Anfang März erstklassige Unterhaltung und exquisite Gaumenfreuden an allen Tagen im wundervollen Ambiente des Berliner Spiegelpalastes am Humboldthafen nahe Hauptbahnhof. Ja, und mit diesen Eindrücken will ich mich heute von Ihnen verabschieden. Wir sehen uns wieder, wenn Sie möchten, zur letzten Sendung in diesem Jahr am 13. Dezember. Verlieren Sie bis dahin nicht Ihre kindliche Fähigkeit zu staunen und zu genießen und schon gar nicht Ihren guten Geschmack. Ciao, ihr Lieben. Au revoir. Hasta la vista. Dos vedania.